Wir werden oft für die Verwendung von Schimpfwörtern ermahnt, die heutzutage als umgangssprachlicher Slang verwendet werden. Was ist so schlimm an der Verwendung von umgangssprachlichen Wörtern, wenn ich sie beiläufig und ohne Absicht benutze? Schau. Das geschah. Ein nettes katholisches Mädchen heiratete und ging weg. Nach 3 Tagen rief sie ihre Mutter an und sagte: Mama, ich kann nicht mit diesem Kerl hier sein. Die ganze Zeit benutzt er Schimpfwörter. Daraufhin fragte die Mutter: Was für Schimpfwörter benutzt er denn? Sie sagte: Er spricht von Kochen, Putzen, Waschen, Bügeln. So, what is wrong in using words? Was ist also falsch daran, Wörter zu benutzen? Im Grunde genommen ist das, was du als Schimpfwörter bezeichnest, heute weitgehend... Wir haben unsere eigenen Schimpfwörter, die sehr allgemein in unseren Sprachen sind, und einige sind vulgär, einige deuten auf bestimmte Absichten hin, einige beziehen sich auf unsere Familien und... Und einige machen sich einfach nur über die anderen lustig. Aber im Großen und Ganzen sind die Schimpfwörter, die du heute in der englischen Sprache verwendest, im Wesentlichen aus Amerika übernommen. Entweder Toilette oder Schlafzimmer, okay? Ich muss dir das erzählen. Das ist lange her, viele Jahre. Jemand, ein Gast, kam aus Australien. Ich spreche über etwas vor fast 40 Jahren. Ein Gast kam aus Australien und ich soll diese Person in Mysore herumführen. Du weißt, Mysore ist ein touristischer Ort. Du bist aus Bangalore, hm? Es ist ein touristischer Ort, es gibt viele Orte zu sehen. Ich nehme diese Person also auf meinem Motorrad mit. Wenn ich heftig fahre, höre ich an meinen Ohren, shit. Dann denke ich was. Wenn ich bremse, shit. Sie sehen etwas Schönes, shit. Wenn das Essen sehr scharf ist, oh shit. Ich habe gedacht, warum chantet diese Person den ganzen Tag Scheiße wie ein Mantra? Ich dachte eventuell an Verstopfung, ein Versuch, etwas zu erflehen. Denn was morgens getan werden sollte, den ganzen Tag, warum schleppt man es durch den Tag? Dann habe ich beobachtet, wie sie wütend werden. Und sie werden etwas ruhiger. Oh, dann dachte ich, oh, es funktioniert für sie, ich sollte das nicht stören. Denn ich glaube nicht daran, etwas zu stören, das für jemand funktioniert. Wenn es funktioniert, sollten wir es dabei belassen. Also habe ich mir das mal durchgedacht. Schau, wir haben uns die ganze Wissenschaft, wie man Klänge auf kraftvolle Weise äußert, angesehen. Was es mit deinem Bewusstsein tun kann, was es mit deinem Körper tun kann, was es tun kann, um deine Energie zu beleben, viele, viele Aspekte davon. Und dann sagen wir Shiva. Mit der nötigen Vorbereitung, wenn ich euch dazu bringe, diesen einen Laut auszusprechen, müsst ihr nicht an einen Gott oder irgendwas glauben. Allein der Klang wird euch das Hirn wegblasen. Ich kann es euch zeigen. Dann dachte ich, oh, wir haben das wissenschaftlich herausgefunden, Sie haben es irgendwie geschafft. Selbst in Shiva ist nur Shi der kraftvolle Teil. Va ist ein Dämpfer, damit die Menschen nicht zu sehr explodieren. Es ist wie ein Ausgleich. Nun, anstatt wahr, haben sie Türk genommen. Ich dachte, es ist in Ordnung, es funktioniert. Warum also? Weil normalerweise, wenn sie es zu oft sagen, kommt es T nicht. Sie sagen Sch. Also selbst ich, wenn ich Shiva sage, kommt das wahr nicht wirklich heraus. Es ist nur einfach Shi. Also dachte ich, es ist in Ordnung, was macht das schon? Dann haben einige Leute sofort gesagt, Sadhguru, du sagst Shiva und Scheiße sind dasselbe. Das Höchste und das Niedrigste. Ich sagte, seht, dieses Hoch und Niedrig ist eure Sache.
Aber was deinen Verstand betrifft, wenn dein Wortschatz in alphabetischer Reihenfolge gespeichert ist, liegen Shiva und Shit dicht beieinander. Du kannst Shiva nicht hier und Shit hier ablegen. Du hast eine solche Fähigkeit nicht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf gespeichert ist. Angenommen, es ist alphabetisch, dann sind sie direkt nebeneinander, also kann man sie nicht trennen. Die Frage ist also nicht, was gut, was schlecht, was richtig, was falsch ist. Die Frage ist, wird es überall funktionieren? Wenn du ständig überall hinscheißt, wird es für dich funktionieren? Das ist eine Frage. Nun, unter den jungen Leuten ist es in Ordnung, dass man überall Shit, Shit sagt. Aber jetzt ist es in die Vereinigten Staaten gekommen. Es ist gekommen, sogar die obersten Verwaltungsbeamten sprechen diese Wörter aus. Einfach so. Wenn sie in der internationalen Gemeinschaft solche Worte aussprechen, dann ist es in vielerlei Hinsicht vorbei, okay? Nicht wegen irgendetwas anderem. Sondern einfach, weil die Leute, weißt du, wenn du dir das ansiehst, einige dieser amerikanischen Filme und so und Stand-up-Comedians, die machen den ganzen Satz mit einem Wort. Ein ganzer Satz ist nur ein Wort, das auf verschiedene Weisen wiederholt wird und sie loben es. Ich sage, um eine komplexe Sprache zu entwickeln oder zu entfalten, hat es so lange gedauert. Der menschliche Verstand hat dafür Tausende von Jahren gebraucht. Eines der kompliziertesten Dinge, die wir als Zivilisation in der Welt hervorgebracht haben, ist die Sprache. Sprache ist keine kleine Sache. So haben wir in Indien 1300 Sprachen. Wie viel Genie muss da gewesen sein, dass genau hier, wo du Marathi sprichst, jemand Telugu spricht, jemand Kanada spricht, jemand Konkani spricht. Und obwohl ihr Tausende von Jahren Seite an Seite gelebt habt, hast du deine Literatur beibehalten und sie die ihre. Und so sind sie zurechtgekommen. Es braucht ein gewisses Genie, um die Sprache zu entwickeln. Nun, eine Sprache, die Hunderte und Tausende von Wörtern hatte. Du willst alles auf ein Wort reduzieren und denkst, das ist ein Fortschritt? Es tut mir leid.